Warum funktionieren bei diesem alten Spiel hier diese ganzen Despawn-Mechaniken nicht? Oder schön hingehen konnte, hast das Vieh aus dem Bild gejumpt oder sonst irgendwas. Und dann war es weg. So. So kann mein Mikro-Kram dann Steam-Check wirkt. Steam, ich würde aufhören, ich hoffe mal, das klappt. Ja, viel Spaß. Ja, gut, das ist normal, sage ich mal. Ich werde jetzt auch zusehen, dass ich mir ein Gaming-Room-Streamzimmer einrichten werde. Es gibt ja die WLAN-Glühbirne, ja, ich weiß. Damit sie von Alexa gesteuert werden kann. Kumpel von mir hat so allen möglichen Kram, den du an Alexa dran dübeln kannst, wo ich da auch hin soll. Ist das dein fucking Ernst? So kaufst du so einen Dot für 8 Euro und dann lässt du dich hier richtig schön ausnehmen mit dem ganzen Zubehör. Oder bitte jetzt mit dem Ding labern kannst und dir eine Lichtfarbe in deinem Zimmer wünschen kannst. Was? Das ist nur der Mittelpost? Ernsthaft? Ich dachte, wir hätten Schatz verpasst oder sowas. Nochmal, ey. Ihr Schweine. Ist der Typ so fett für? Die SS Teacup. Ist das in Deutschland nicht zensiert werden musste? Unbedingt mal gucken, wo mein Super Mario Land ist, mein erstes. Das liegt bestimmt noch in der Verpackung vom Nagische Game Boy. Bock drauf, aber ich glaube, das muss ich vorher ein paar Mal noch spielen, dass ich da wieder das Feeling intus habe. Daher ist ja, das ist das Einzige, was ich sagen. Was? Was ich sagen muss beim Retron, man hat so eine minimale Verzögerung leider drin bei Gameboy-Spielen. Und wenn dann halt gerade Mario zockst oder sowas, was halt dann doch in die anspruchsvollere Timing-Variationen fällt, muss man da schon ein bisschen üben, aber ich sag mal, es ist nicht halb so schlimm wie bei Dustins Eltern auf dem Fernseher, wo es einfach mal 1,5 Sekunden Lag war, die man halt einfach mal hatte.
ob es hier irgendwas Interessantes gibt. Anscheinend nicht. Oben auch nicht. Also Mittelpost würde ich mal tippen. Ja. Hahaha, Multikill. Oh, ernsthaft. Ich weiß nicht, ob es der Konsole zu Google geht und dann Google dann den TV oder so. Ja. Naja gut, bei normalen Fernsehern interessiert sich ja nicht, ob du das, weil du hast ja so gesehen keine Eingabe, außer umzuschalten. Deswegen juckt das jetzt nicht wirklich. Deswegen haben ja viele Geräte auch den Gaming-Mode oder sowas, dass da keine Verzögerung drin ist. Daher viele Fernseher heutzutage so viel Rechner und Betriebssystem haben, was ich irgendwie total weird finde. Jawohl, das war Absicht. Die zielen auch sogar noch auf einen, buh! Boah. Buik, buik. Das ist, wenn ich mich recht erinnere, nur eine Tür, wo man nur rauskommen kann. Nun, das war mehr Glück als Verstand. Von dem Vieh natürlich, nicht von mir. Lassen wir lieber nochmal da. Dann schon hier, das wäre ein besonders cooler Raum wegen dem geilen Hintergrund. Aber was gibt's hier für Loot? Das ist bestimmt die Tür, die mich hier vorne wieder rauswirft. Jawohl, ich hab's gewusst. Aus dem Bild gekickt. Oh, ich weiß noch, bei Super Mario Land 2 Golden Coins. Das komplette Spiel macht halt wirklich richtig Spaß und ist relativ easy und dann kommst du in den Wario-Abschnitt und kriegst du auf Fresse. Das komplette Spiel war nur dazu gedacht, dass man dass man Leben farmt. Ich muss sagen, ich finde es total awesome, dass jetzt der nächste Teil halt einfach ist, dass Wario sich sein eigenes Castle verdienen will.
Ducky. Bäh. Bäh. What? What? Geballers. Buh, unfair. So. Berührt mal das Ding, stirbt direkt am aphylaktischen Schock hier. Jetzt kommt der handelsübliche Exit. Ja. Hier Schweine. Hätte ich nicht eben gekillt? Nee, aber der Kram? Ja, ich weiß, dass mich diese Tür zurückgebracht hätte. Ich möchte aber mir noch die Fliegerkappe holen, damit ich hier nicht als Lilliputaner die ganze Zeit rumrennen muss. Da. Tada! Schon drin. Aber hier oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Jawohl. Hui. Verdammte Axt. Sieht doch eigentlich schon mal gar nicht mal so übel aus mit den ganzen Schätzen, die wir da angehäuft haben. Weil diese eine gammelige Trolltür da, die einen wieder zurückballert. Oh, die können auch das Bild wechseln, interessant. Und auch hier wieder die obligatorische Frage, was zockt ihr eigentlich so im Moment? Mistvieh. Lödödödödödödö. Chip 'n Dale auf dem NES. Oh. Oh, Chip 'n Dale. Harter Scheiß. Sing of Evermore. Ja, damit hat meine super Nintendo-Reihe begonnen. Zwiebel. Wo bist du aktuell? Oh, Contra 3. Du spielst aber auch nur den harten Scheiß, hä? Thank you.
Dang it. Ja, so dämliches Herz. Ich glaube, Contra 3 habe ich mal bis ins dritte Level gepackt. Das war's aber auch. Weiter bin ich da drin nie gekommen. Da konnte ich dann kein Contra mehr geben. Ja, das ist nur auswendig lernen. Ich spiele Contra halt schon seit 92. Ja, prinzipiell ist alles nur auswendig lernen, wenn du es genau nimmst. Was die alten Spiele angeht. Was soll ich nehmen? Diese Mütze jetzt mit oder nicht? Battletoads, jawohl. Habe ich letztens auch eins angeboten bekommen von meinem Händler. Habe ich dankend abgelehnt. So krass habe ich dann keinen Selbsthass. Bucky O'Hare war das mit dem Hasen, oder? Wenn ich mich da recht entsinne. Battletoads, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich jetzt nicht hart, das ist eher unfair als alles andere. Mit dem Hasen, auch von Konami, ja gut, ob es von Konami war oder nicht, wusste ich jetzt nicht mehr. Da war dieser grüne Hase, meine ich. Oder verwechsel ich den jetzt mit dem von Clay Fighter? Grün mit roter Uniform. Ha, Schlüssel. Naja, doch weiter nach links. Das habe ich, glaube ich, auch nie großartig gespielt. Das kenne ich auch nur irgendwo vom Sehen her. Ich wüsste jetzt auch noch nicht mal aktuell, ob irgendjemand in meinem Freundeskreis das besessen hat. Das ist ein Football. Ein Kaching. So, jetzt geht die große Suche weiter. Wo es denn weitergeht? Beim Bossfight wäre die Feuermütze doch sinnvoller gewesen. Komm, jetzt die Krähe vom Krähennest. Oh, ja. Das ist ein Drache. Was?